Sind sie nicht unheimlich schön geworden? Das sind die kleinen Mini-Eierlikör-Cookies, die ich heute gemacht habe. Und wie die funktionieren, das werde ich euch gleich zeigen. Und wünsche euch viel Spaß damit. Eure Silke. Für unsere Mini-Cookies brauchen wir natürlich Butter, die wir gleich in den heißen Topf geben zum Schmelzen. Marzipan, den habe ich grob geraspelt. Puderzucker. Hier haben wir Mandeln mit Zitronenschale, zwei Eier, Amaretto und natürlich Alpha-Portenbrauer, also einen guten Eierlikör braucht ihr mit dazu. Und davon gut 50 Milliliter, damit unsere Eierlikör-Cookies auch nach Eierlikör schmecken. So, wir starten. Butter ist schon schön am Schmelzen. Ich habe den Topf schön heiß gemacht. Und da hinein geben wir das Marzipan. Das Marzipan habe ich schon mal ganz grob ein bisschen geraspelt, damit es sich leichter auflöst. In der Zwischenzeit geben wir schon mal unsere Eier und die geriebenen Mandeln mit der Zitronenschale zusammen in eine Schüssel und mischen die ganz fluffig durch, damit es ein ganz fluffiger Teig wird. Die Masse mit den Eiern ist jetzt fertig. Und nun kümmern wir uns um die flüssige Butter. Das gibt unsere zweite Schüssel. Wir arbeiten also mit zwei Schüsseln heute. Mehr brauchen wir nicht. Mein Marzipan wollte sich nicht unbedingt mit der Butter verdünnen, also habe ich meinen Stabmixer genommen. Ihr könnt es auch durch ein Sieb machen und habe es damit kurz püriert. Also ich füge jetzt noch den Puderzucker mit hier hinein. Puderzucker und Marzipan mit Butter haben sich jetzt super gut verbunden und das Ganze mische ich jetzt zusammen zu meiner Mandel-Eier-Mischung. Füge nun den Amaretto mit hinzu. Und natürlich die 50 Liter, 50 Milliliter, Gott, ich mache wieder eine Geschichte von Verporten, mische ich mir auch noch gleich mit ab, damit das Maß auch stimmt. Weil da darf es ruhig mal einen Schluck mehr sein. Schmeckt nämlich irre, irre gut. Und dann mischen wir die auch noch mit rein. Und geben den Teig nun in unsere Förmchen. Ich habe hier eine Silikonform. Muss einen Platz machen. Eine Silikonform, wo das Ganze mit reinkommt. Versuche ich es mal rein zu gießen. Ich gebe das Ganze jetzt bei 210 Grad in den Backofen. Und wir schauen mal so nach, ich würde mal sagen 15 Minuten, was aus meiner Geschichte geworden ist. Ich hoffe, meine Mini-Maxi-Gugis werden richtig toll. Bis später. Ich habe die kleinen Förmchen jetzt mal rausgeholt aus dem Backofen. Und so hoch wie sie gegangen sind, sie schrumpeln ein bisschen ein, aber das ist auch in Ordnung, das dürfen sie, weil da ist auch kein Backpulver, nichts drin. Ich traue nur der Silikonform nicht. Also ich muss sie noch ein bisschen auskühlen lassen und dann stürzen wir die Babys. Meine Lieben, das sind die kleinen Mini-Eierlikör-Cookies.